Ein Kofferraum voller Gewinnspielteilnehmer. Eine Redakteurin, die Glücksengel spielen darf. Mini und ich darf Glücksengel spielen. Und eine Notarin, die dem Ganzen ihren Segen gibt. Bei BMW Höglinger in Linz findet die Auslosung statt. Bevor wir aber verraten, wem der LT1 Kult Mini im Wert von 23.000 Euro gehört, die Geschichte von vorn. LT1 ist 20 und das wollten wir feiern, indem wir unsere Zuseher beschenken. Dafür wurde ein eigener Spot von Filmemacher Ali Andres gedreht. Kollegin Patricia Kaiser war das Gesicht der Kampagne. Jeden Tag ab 18 Uhr haben wir unsere Seher daran erinnert. Bis 15. November ist das Gewinnspiel gelaufen. Die Resonanz enorm. Mitgetan beim Gewinnspiel haben knapp 10.000 Seherinnen und Seher. Dazu einmal ganz, ganz danke an unsere Seher und Seherinnen. Und nicht beleidigt sein und nicht traurig sein. Es gibt jetzt sehr, sehr viele weitere Gewinnspiele auf der LT1 Homepage. Und aus diesen 10.000 Gewinnspielteilnehmern wird heute jemand gezogen. Notarin Birgit Wittmann aus Linz überwacht das Ganze. Denn ohne sie läuft bei so einem großen Gewinnspiel nichts. Da geht es um Beweiszwecke. Es soll eben nachher nicht ein Verdacht entstehen können, man hätte den Gewinn einer bestimmten Person zugeschoben, indem dass man sich die Gewinnkarten oder eine einzelne Gewinnkarte markiert. Und das ist eben hier garantiert, dass es objektiv und seriös abläuft. Rechtlich sind wir also abgesichert. Geht's nur noch ums Ziehen. Die Spannung steigt. Also es ist eine Frau aus Heibock. Es ist die Sabine Steinbock. Sabine Steinbock aus Heibach ob der Donau hat unseren LT1 Kult Mini im Wert von 23.000 Euro gewonnen. Schaut's nicht aus, geht's einmal rundherum. Hier lernt sie ihren Flitzer gerade kennen. Ich war gerade vom Einkaufen zurück, also draußen vom Geschäft, leitet das Telefon, LT1, ich habe das Auto gewonnen. Sag ich, das gibt's nicht. Nein, das gibt's. Doch. Ich sage, ist das ja kein Scherz. Dass das Auto in gute Hände kommt, wird schnell klar. Ich stehe mir schon auf schöne Auto. Ich bin ja recht hartlich und mit Putzen und so. Also, ja schon. Mhm. Also mit Aussaugen und Putzen. Und also das mag ich gar nicht, ein dreckiges Auto oder so. Ja. Also mein Mann hat mir letztes Jahr Weihnachten einen Gutschein zum Autoputzen geschenkt. Ich habe mich voll gefreut, weil ich habe ihn gefragt, ob er mein Auto putzt. Sagt er, nein, ich kriege einen Gutschein. Innen- und Außenreinigung. Ja, nein, also wie gesagt, das Auto sauber, das ist schon wichtig für mich. Danke. LT1 ist 20 und genauso lange ist auch schon BMW Höglinger Partner von uns. Dass sie uns einen Mini zum Verlosen geben, war Ehrensache. Die Faszination an dem Auto seit Jahrzehnten ungebrochen. Der Mini ist schon ein sehr populäres Auto. Es war gerade Italian Job wieder im Fernsehen, wo der Mini eigentlich die Hauptrolle spielt. Und der Mini hat auch bei Rallys Monte Carlo gewonnen. Also es ist sehr viel Flair und Geschichte hinter dem Auto und es zieht sich jetzt bis heute weiter. Der Mini ist einfach ein Stadtflitzer sondergleichen. Auch nachdem BMW den Mini seit einigen Jahren wieder populär gemacht hat, ist immer noch ein Hingucker, die Leute drehen sich nach dem Auto um. Sabine Steinbock aus Heibach ob der Donau ist in Zukunft also mit unserem LT1 Kult Mini unterwegs. Für alle, die jetzt traurig sind, aufgepasst! In der Adventzeit gibt's unseren LT1 Fanbaum. Jeden Tag ab 1. Dezember legen wir ein Geschenk unter den Christbaum. Und das können Sie gewinnen.